dann können wir jetzt mal gehen, oder? Thank you. Спасибо. Dann gehen wir mal rein. Hilfe. Oh Gott. Mit der transsibirischen Eisenbahn geht jetzt los. Stimmt, das ist jetzt eigentlich die erste Fahrt. Sehr pünktlich fahren wir jetzt ab. Und es ist jetzt 13.50 Uhr. Moskauer Zeit. Nee, normale Zeit. Moskauer Zeit, weil wir sind, weil ja wir sind in Moskau. Ah, ja. Tee will, dann kann man sich den vorne holen. Also heißes Wasser und dann bringt man seinen eigenen Tee mit. Jetzt haben wir hier einmal Früchtetee und schwarzen Tee. Leider sind unsere Tassen zu klein. Warum? Weil man dann nur so einen Mini-Tee hat und ständig wieder davor laufen muss. So, jetzt gibt es auf jeden Fall hier erstmal die erste Mahlzeit, das nämlich ist gutes Brot und kleinen Tee. Und die Landschaft sieht so aus. Wir haben jetzt hier unser Bett eingerichtet. Ich zeige. Die Schuhe anziehen. Hier oben ist jetzt das zweite Bett. Hier liegen immer so Matratzen drauf. Und jeder kriegt so ein kleines Set, wo dann quasi hier so zweimal so Laken sind. Und hier die für die Kissen und zwei kleine Handtücher. Und dann kann man sich quasi das Bett machen. Ja, es ist jetzt auf jeden Fall 10 vor 4. Wir fahren jetzt seit 2 Stunden. Was gab es jetzt draußen zu sehen? Ein Bahnsteig und Eisverkäufer. Sonst nichts? Nee. Tja. Wir müssen herausfinden, woher die wissen, wie lange man hier hält. Naja, die haben wahrscheinlich einen Zugplan. So, da kommt der Kevin mit unserem ersten Abendessen im Zug. Zweimal gute Süppchen. Das ist halt echt schlecht. Sollen wir es nicht einfach hier hinstellen? Ja, das schwappt halt wie Sau, oder? Hier ist auf jeden Fall Pilzsüppchen. Gut, dann. Das war jetzt auf jeden Fall unser dritter Stopp. Wir halten jetzt hier 34 Minuten. Und wir haben jetzt Moskauer Zeit 7:45. Das heißt, wir sind im Zug seit 6 Stunden. Kommt mir überhaupt nicht so vor. Bisher noch nicht. Krass. Schauen wir mal. Nach 14 Stunden im Zug die Landschaft hat sich nicht verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist das Wetter. Das heißt, wir fahren jetzt noch nur noch 3 Stunden. Unser Zwischenfazit zur transsibirischen Eisenbahn ist sehr gut. Es fühlt sich echt an, als würde man hier im Zug wohnen. Die Leute sind leise. Die Leute sind sehr leise, ja. Keiner Handy, nervt mit Handys oder schreit rum. Es redet eigentlich keiner außer mir jetzt gerade. Ja, man kann geil lesen, man kann die Aussicht mehr oder weniger genießen. Es ändert sich halt nicht so viel und macht auf jeden Fall Bock. Man kann
viel Kaffee umsonst trinken, Tee. Heute Abend gibt es noch ein gutes Süppchen. Und ja, wir freuen uns eigentlich schon auf den. Also ich freue mich schon auf die nächste. Das ist auf jeden Fall entspannt. Wir sind in Jekaterinburg. An der Perle des Izet, wie der Sebastian richtig bemerkt hat. Ja, den Namen hatte ich da zu Recht. Mal sehen. Wir waren jetzt bei der Hauptattraktion der Kirche des irgendein Blutes. Ja, das Roman of Death Site, also der Ort, wo die Romanovs ermordet wurden. Es war jetzt, ja, mit diesen goldenen Kuppeln sieht es von weitem weg immer ganz schön aus, aber es war jetzt nicht so was Besonderes. Es waren halt noch ein paar Bilder von den Romanovs, also der Zarenfamilie, aufgestellt, aber es ist halt nicht so Besonderes. Ansonsten, Hotel ist gut, wurde wohl zur WM eröffnet, befindet sich leider immer noch im Bau und auch handwerklich waren da keine Fachleute am Werk. Ist eigentlich nur ganz witzig, das mal so zu sehen, wie hier so gebaut wird im Budgetbereich. Und ansonsten sind wir kurz vor Sibirien. Wir sind noch nicht in Sibirien, ne? Nee, wir sind 260 Kilometer vor Sibirien. Wettermäßig gefühlt schon von immer so 25 Grad. In Moskau und St. Petersburg sind wir jetzt hier so bei 10 bis 15. Also ist schon deutlich kälter geworden. Ja. Ja. Ja, dann gehen wir mal weiter. Zweiter Tag und ja, jetzt sitzen wir hier im Park. Gestern haben wir eigentlich nicht mehr viel gemacht. Wir haben uns noch ein bisschen die Einkaufsstraße angeschaut. Die war nicht so schön. Die Shopping Center haben wir uns angeschaut, weil da war wenigstens warm drin, weil hier ist schon ganz schön kalt. Und dann waren wir noch ein bisschen essen und ja, jetzt heute machen wir eigentlich auch nichts anderes, außer hier noch so ein bisschen rumlaufen und uns noch die Stadt noch ein bisschen näher angucken. Ja, und das war's. So, wir sind jetzt hier im Pelmeni Club und wir haben uns hier was Russisches bestellt. Einmal die Vareniki mit Macao-Soße, die dippt man jetzt gleich da rein. Und der Kevin hat Pelmeni mit Sour Cream Soße, die jetzt irgendwie nicht so aussieht wie so eine Sour Cream Soße. Okay, Unermage. Ja. Was sollte bei mir drin sein? Forest Mushrooms. Achso. Irgendwas mit Salt und. Ach, Sweet Turnips. Ach so, ja. Okay, doch. Hm? So, jetzt probiere ich meins hier auch mal. Die Soße schmeckt wie drin. Verrückt, aber lecker. Ich weiß nicht noch, was die schmeckt. Meine sind mit, kann man das überhaupt sehen? Ja, so. Sesam. Sesam? Ja. Okay, meine sind mit Käse gefüllt. Mhm. Auch sehr sauer. Füllen hier auch irgendwo hin. Schmeckt immer auch echt richtig gut. Und Essig so ein bisschen. Ja, geil. Also, dann Bon Appetit. So, das ist jetzt hier einmal in der russischen Kantine. Wir haben jetzt hier Reis einmal mit Gemüse und Tomatensauce und der Kevin hat Buchweizen mit Pilzsoße und Gemüse und zweimal hier Borsch und Salat. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Wir müssen halt immer zeigen, was wir wollen, sonst ist es ein bisschen schwierig. So, jetzt gibt's noch Tisch. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Bahnhof, um dann von Jekaterinburg nach Krasnojarsk zu fahren. Und wir sind einmal ordentlich bepackt mit Essenstüte, kleinem Rucksack, großem Rucksack. So müssen wir jetzt
2,3 Kilometer eigentlich immer hier geradeaus laufen. Ja, wir können sogar noch hier durch den Park gehen, oder? Ja, können wir machen. Ja, also einmal top, top bepackt hier auf zum Bahnhof. Also wir laufen jetzt hier diesen Gräbenweg. Laut Plan 16 Kilometer, 5 bis 6 Stunden. Mal schauen. Aber es gibt eine gute Aussicht. Ich habe es schon erspähen können.